Lagner, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Nehmen Sie bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Dominik Lagner, 18 Jahre alt. Sie wohnen in Mölln. Sie sind ledig. Sie besuchen auch die 12. Klasse am Maria-Probst-Gymnasium in Mölln. Ja, ja, ich gehe in die gleiche Klasse mit Clemens zusammen. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nee. Sie wissen ja, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, er soll seiner Freundin, der Clarissa Fries, auf deren Geburtstagsparty Drogen in Form von sogenannten LSD-Papers gegeben haben. Die Clarissa ist später infolge Drogenkonsums von der Balkonbrüstung heruntergefallen, hat sich schwer verletzt und liegt seitdem im Koma. Später soll dann der Clemens, also der Bruder von der Clarissa, den Angeklagten noch zur Rede gestellt haben. Und daraufhin soll er dem Clemens das Nasenbein gebrochen haben. Ja, ich war an dem Abend auch da. Ich war anscheinend sogar der Letzte, mit dem, der mit Clarissa gesprochen hat. Wann und wo war das? Das war so um 23:45 Uhr. In Clarissas Zimmer. Wir hatten da die Tanzfläche eingerichtet und ich habe da auch schon die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, weil ich wollte den beiden ja rechtzeitig um 12 Uhr gratulieren. Mhm. Weil der Clarissa sich auch schon total komisch benommen. Wussten Sie zu dem Zeitpunkt irgendwas davon, dass sie Drogen zu sich genommen hatte? Ja, das hat Clarissa mir selber erzählt. Mhm. Und was hat sie genau erzählt? Sie meinte zu mir, dass das voll cool sei und ich sollte auch mal welche nehmen und Neffzeit hätte noch welche. Das heißt, Clarissa Fries hat ganz unmissverständlich rübergebracht, dass sie die Drogen vom Angeklagten hat. Hat sie von LSD explizit gesprochen? Ja. Haben Sie denn direkt beobachten können, dass der Angeklagte der Clarissa Drogen gegeben hat? Das nicht, aber das hat Clemens genau beobachtet. Der wusste zwar in dem Moment nicht genau, was Neffzeit ihr da aufgedrängt hat, aber das hat er genau beobachtet. Und jetzt hatten Sie auf der Tanzfläche mit der Clarissa gesprochen und was haben Sie nach dem Gespräch gemacht? Ich habe versucht, sie rauszubekommen in die frische Luft, damit sie wieder ein bisschen klar wird im Kopf. Mhm. Aber das wollte sie partout nicht. Und dann bin ich zu Clemens, habe ihm erzählt, was los ist. Wie hat er darauf reagiert? Der ist total ausgeflippt. Wir sind dann beide hoch und ja, Clarissa lag dann unten auf der Terrasse. Die hat sich leider nicht mehr bewegt. Ich habe sofort mit dem Handy Krankenwagen gerufen. Und der Clemens, was hat der gemacht? Der ist hoch zu Neffzeit und hat sich den geschnappt. Herr Lagner, was für ein Verhältnis hatten Sie eigentlich zu Clarissa Fries? Ein sehr gutes, natürlich. Das ist die Freundin, die Schwester von meinem besten Freund gewesen. Da war ich fast jeden Tag. Mhm. Und wie steht es mit Ihnen und Drogen? Da muss ich Sie jetzt allerdings belehren. 55 StPO, auf solche Fragen müssen Sie nicht antworten. Ich habe mit harten Drogen nichts am Hut. Da passiert nur Mist. Man sieht ja, was dabei rauskommt, wenn man mit Drogen rummacht. Ich trinke zwar zwischendurch ab und zu mal 2, 3 Bier, aber mehr auch nicht. Das ist natürlich strategisch jetzt die richtige Antwort, aber ganz ehrlich, ich bezweifle, dass das die Wahrheit ist. Ich gehe davon aus, dass Clarissa das LSD von einer ihr vertrauten Person bekommen hat. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese vertraute Person eben nicht mein Mandant, Herr Günnes, ist. Natürlich doch, da hat sie doch zu mir gesagt. Ich glaube eher, dass Sie und Ihr bester Freund Clemens Fries dahinter stecken. Und ich gehe davon aus, dass Sie sich ganz gründlich abgesprochen haben, nachdem diese Party eskaliert ist, nachdem das alles schrecklich schiefgegangen ist. Sie belasten doch beide miteinander im Verbund meinen Mandanten, um sich selbst da aus der Schlinge zu ziehen. Das ist absoluter Schwachsinn. Warum sollte Clemens seiner eigenen Schwester Drogen geben? Oder warum sollte ich der Schwester meines besten Freundes Drogen geben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Null. Oh, kann ich kurz reingehen? Gehen Sie hin. Fries? Ja? Oh, Gott sei Dank. Ja. Ja. Oh, Herr Doktor, ganz lieben Dank. Ja, ich komme sofort. Ja, alles klar. Gut, danke schön. Das war das Krankenhaus. Ja. Clarissa hat die Augen aufgemacht. Und ich würde wahnsinnig gerne sofort ins Krankenhaus. Ist das wohl möglich? Ja, aber klar, selbstverständlich, klar. Natürlich. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe mal das Beste. Ja? Danke, tschüss. Hey, Neffzeit. Wenn Clarissa jetzt wieder bei Bewusstsein ist, dann kann sie dich entlasten. Dann kann sie sagen, von wem sie die Drogen hat. Ja, hoffen wir wirklich das Beste. Gibt es denn im Moment noch Fragen an den Herrn Lagner? Herr Lagner, dann bleiben Sie unvereidigt. Sie können gerade hinten noch einen Moment Platz nehmen. Wir haben eigentlich keine weiteren Zeugen geladen. Wenn aber tatsächlich die Clarissa euch jetzt die Augen aufschlägt, dann ist es durchaus denkbar, dass sie in absehbarer Zeit vielleicht auch wieder so zu sich kommt, dass sie vielleicht sogar vernehmungsfähig ist. Mhm. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, dass Sie die Hauptverhandlung hier unterbrechen, und zwar für 2 Wochen. Und dann sehen wir sicherlich weiter. Ja? Mhm. Dann ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung heute in 2 Wochen. Selbe Uhrzeit hier. Könnten Sie bitte? Dankeschön. Danke.
Geht das bei Ihnen? Ja, danke. Gut. So, nehmen Sie bitte Platz. Dann wird die Hauptverhandlung gegen Nefzat Güneş wegen Abgabe und Besitz von Betäubungsmitteln und Körperverletzung hiermit fortgesetzt. Ja, Clarissa, wunderbar, Sie hier zu sehen. Ich freue mich sehr. Bevor wir aber anfangen, muss ich Sie trotzdem noch mal fragen, fühlen Sie sich körperlich und gesundheitlich in der Lage, hier eine Vernehmung durchzustehen? Sie kommen ja jetzt geradewegs aus der Früh-Reha. Ja, also es geht mir soweit ganz gut, danke. Aber ich will auf jeden Fall aussagen, klar. Sehr gut. Gut, dann muss ich Sie als allererstes natürlich belehren, dass Sie hier als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie können auf einzelne Fragen allerdings Auskunft verweigern, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten würden. 55 StPO. Ist schon in Ordnung, dass ich Sie mit Vornamen anspreche, nachdem Sie unter 18 sind. Ja, klar. Ja. Sie heißen Clarissa Friederike Fries, 17 Jahre alt, wohnen in Mölln. Sie sind ledig, Sie sind Schülerin am Gymnasium. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, aber ich bin mit Nefzat zusammen und die bin wirklich sehr. Und ich muss Ihnen auch gleich dazu sagen, dass er mit der Geschichte nichts zu tun hat. Er hat mir die Drogen nicht gegeben. Nichts von dem. Er hat aufgrund seiner Vergangenheit mit sowas nicht mehr zu tun. Ja, dann stellt sich natürlich direkt die Frage, woher hatten Sie dann die Drogen, die ja nach Ihrem Sturz in Ihrem Blut festgestellt wurden? Ich habe sie auf eigenen Wunsch genommen. Es tut mir wirklich so leid. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Wirklich. Gut, Sie sagen auf eigenen Wunsch. Das ist noch keine Antwort auf meine Frage. Was meinen Sie damit, auf eigenen Wunsch? Ich habe die Papers selber genommen. Ich wollte das. Ich wollte es mal ausprobieren. Gut. Also Sie wissen, dass der Besitz von LSD strafbar ist. Keine Frage, oder? Manchmal von irgendjemandem müssen Sie sie ja bekommen haben. Ne? Die Frage stellt sich jetzt trotzdem noch. Ja, ich... Wahrscheinlich haben Sie die LSD-Papers von jemandem, der auch auf der Party war und den Sie ziemlich gut kannten, stimmt's? Schauen Sie, es ist sicherlich nicht leicht, den eigenen Bruder womöglich oder dessen besten Freund zu belasten. Aber Sie wollen doch bestimmt auch nicht, dass Ihr Freund, der Nefzat, unschuldig ins Gefängnis kommt. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich die Drogen nicht von ihm hatte. Ja, dann aber noch mal die Frage, von wem denn dann? Das möchte ich wirklich nicht sagen. Vielleicht helfe ich Ihnen ein bisschen, den wahren Täter zu nennen, der Ihnen das gegeben hat, wenn ich Ihnen erzähle, dass Ihr eigener Bruder und sein bester Kumpel, der Dominik, dass die hier wirklich im Gerichtssaal alles getan haben, um ihren Freund, den Nefzat, schlecht zu machen und zu belasten. Hättest mal sehen müssen, wie die abgegangen sind. Die wollten Nefzat voll hinhängen. Also ich belese jetzt schon nochmal, Sie müssen hier wirklich die Wahrheit sagen. Es sei denn, Sie würden sich selbst oder einen nahen Angehörigen, wie zum Beispiel Ihren Bruder, belasten. Ja, also ich... Schauen Sie, Ihr Bruder hat behauptet, dass er gesehen hat, wie der Nefzat Ihnen LSD gegeben habe. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ich hatte dann frage ich mich natürlich, wieso sagt er dann sowas? Ich hatte die Papers von Clemens. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, Mama. Clarissa, sag mal, weißt du, was du da sagst? Ja, er wollte sich diesen Trip quasi selber zum Geburtstag schenken und sich die Teile einwerfen. Auf jeden Fall, ich bin so doof. Ich habe ihn auch die ganze Zeit angebettelt, dass er mir auch was davon abgibt. Herr Clemens, sag, dass das nicht stimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Wissen Sie, woher Ihr Bruder die Drogen hatte? Ja, von Dominik. Der kennt da irgendwelche Typen. Dann habe ich also offenbar mit meiner Theorie voll ins Schwarze getroffen. Herr Fries, Herr Lackner, Sie beide haben ganz offensichtlich meinem Mandanten, dem Nefzat, das LSD danach dann heimlich zugesteckt und haben uns hier eine Riesen-Story aufgetischt. Ja, Clemens Fries, Dominik Lackner, ich muss Sie beide belehren, dass Sie sich hier selbst nicht belasten müssen. Wollen Sie sich dazu äußern? Ihr habt doch gleich gesagt, dass Sie schuld sind. Oh, Scheiße. Das tut mir echt leid. Was tut Ihnen leid? Alles. Ich wollte doch nicht, dass meiner Schwester was passiert. Ich hab das Zeug einfach total unterschätzt. Und als ich sie dann auf Boden gelegen habe, da habe ich einfach total die Panik gekriegt. Sie wussten, dass man herausfinden würde, dass Ihre Schwester Drogen genommen hat. Und dann haben Sie miteinander beschlossen, alles meinem Mandanten in die Schuhe zu schieben. Sie hätten in Kauf genommen, dass mein Mandant unschuldig ins Gefängnis geht. Ich finde das so krass von dir, Clemens. Weißt du das? Dass du das nicht zugeben wolltest, das kann ich ja noch verstehen. Aber dass du Nefzat da so mit reinhängst, das finde ich unmöglich von dir. Clemens, Sie haben meinem Mandanten, dem Freund Ihrer eigenen Schwester, auch das LSD in die Jacke gesteckt, das man bei ihm gefunden hat, nicht wahr? Ja, bevor ich ihn zur Rede gestellt habe, habe ich ihm das Zeug in die Innentasche gesteckt. Mann, es tut mir leid, wirklich. Ich,
bin einfach in Panik geraten. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es tut dir leid? Clemens, es tut dir leid? Sag mal, du hättest fast deine Schwester umgebracht. Mama, ich wollte die Drogen doch selber nehmen. Ich weiß auch, dass es eine total bescheuerte Idee war, okay? Ja, sag mal, Clemens, weißt, ich kann's verstehen, dass Jugendliche Scheiße bauen. Das haben wir auch gemacht, als wir jung waren. Dass ihr Alkohol trinkt, euch besauft, auf einem Geburtstag unerlaubt, kann ich auch noch verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, dass du mich anlügst. Du hast mir eine horrende Geschichte erzählt. Du reißt Unschuldige mit rein. Du bringst deine Schwester fast um, bringst sie an Drogen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist, weißt du, wie enttäuscht ich bin? Weißt du eigentlich, wie enttäuscht ich von euch beiden bin, dass ihr hier so eine Nummer abzieht? Das ist... Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Clarissa, können Sie sich denn noch erinnern, wie es dazu kam, dass Sie da vom Balkon runtergefallen sind? Ja, also nachdem ich diese LSD-Papers da genommen habe, wurde mir auf einmal total schwindelig. Und ich weiß, es hört sich jetzt doof an im Nachhinein, aber ich hatte so eine Illusion, als ob sich die Straßenlaterne zu mir rüberbiegt vor unserem Haus und ich auf ihr davonlaufen muss. Und es war so grausam. Ich bin dann plötzlich gefallen, weil das Geländer natürlich dann nicht mehr weitergegangen ist. Naja. So schrecklich. Seien Sie froh, so wie es aussieht, haben Sie noch mal am Ende Glück im Unglück gehabt. Hm? Ja, Nefzat hat mir auch immer gesagt, dass ich die Finger davon lassen soll. Nefzat. Ja. Nefzat, kannst du mir vielleicht mal ganz kurz zuhören? Ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mich da in irgendwas verrannt und ich habe es anscheinend nicht kapiert. Und dass ich dich da beschuldigt habe. Und ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Was anderes kann ich nicht tun. Es tut mir wirklich unendlich leid. In Ordnung, Frau Fries. Wenn Sie es wirklich ernst meinen. Ich, ganz ehrlich, ganz ernst. Entschuldigung. Also, tut mir wirklich leid. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, oder? Was bei Ihnen noch bleibt, ist der Vorwurf der Körperverletzung, hm? Nefzat. Wollen Sie dazu noch was sagen? Nasenbeinbruch. Ja, das habe ich gemacht. Ich hab einfach total Angst bekommen, als Clemens auf mich zukam und meint, dass Clarissa halb tot im Garten liegt, weil sie LSD genommen hat und weil ich ihr die gegeben habe. Ich wusste sofort, dass alle denken würden, dass ich schuld bin. Und ich wollte einfach weg von da. Ich wusste nicht, was ich tue. Und Clemens stand im Türrahmen und wollte mich nicht durchlassen. Und in meiner Panik habe ich zugeschlagen. Ich weiß, dass es nicht richtig war. Nicht weinen, Süße. Herr Richter, kann ich kurz zu ihr? Ausnahmsweise. Es wird Zeit, dass du endlich dein Geschenk kriegst. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, meine Süße. Dankeschön. Gut. Also, dann nehmen Sie mal beim Verteidiger Platz wieder. Ich glaube, da haben Sie nachher noch genug Zeit. Ja, gibt's noch Fragen? Keiner. Danke. Dann bleibt die Clarissa unvereidigt. Der Herr Seelhoff wird Ihnen helfen. Dankeschön. Der Dominik bleibt auch unvereidigt und der Clemens Frist bleibt auch unvereidigt. Ja. Frau Bachmann, wer bitte gern noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe? Gerne, ja. Also in meinen Unterhaltungen mit Herrn Günnes Nafstadt habe ich ihn als sehr reflektierten und verantwortungsbewussten jungen Mann kennengelernt, der vor allem auch aus seiner Vorstrafe wirklich gelernt hat. Dem möchte ich noch hinzufügen, dass er es wirklich nicht leicht hatte. Also die Startbedingungen in seinem Leben waren alles andere als optimal. Er kommt aus einem sehr konfliktbeladenen, kriminellen Umfeld. Und auch sein Ausbilder hat sich ja sehr positiv über ihn geäußert. Und ich denke, auch seine Reaktionen in Konfliktsituationen sind jetzt nicht wirklich bedenklich. Ich kann keinerlei schädliche Neigungen erkennen. Als er den Herrn Fries geschlagen hat, denke ich, ist für einen kurzen Moment noch mal sein altes Leben in ihm hochgekommen. Ich sehe aber hier keine Gefahr der Wiederholung. Ich denke, dass Nefzat Günnes wirklich auf einem guten Weg ist. Und sollte es zu einer Verurteilung kommen, würde ich Erwachsenenstrafrecht anwenden. Gut, danke schön, Frau Bachmann. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Da wurde ja schon erwähnt, dass es eine Voreintragung gibt. 19.03.2007, Amtsgericht Ratzeburg. Unerlaubter Besitz und unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmittel, 40 Sozialstunden. Ja.
Soweit richtig. Was verdienen Sie jetzt eigentlich? Sie sind im dritten Lehrjahr, glaube ich, oder? Ja. Was haben Sie da netto? 650 Euro. 650 Euro. Noch irgendwelche Fragen zur Sache? Keine. Irgendwelche Erklärungen, Anträge? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Aus Gericht, Herr Verteidiger, was bleibt, ist die Körperverletzung, die jetzt natürlich aufgrund der Gesamtumstände in einem relativ milden Licht erscheint. Was vor allem bleibt, denke ich, das ist ein Vorfall, der unverantwortlich war, der dramatisch war, der vermeidbar war, absolut vermeidbar war letztlich und von dem ich hoffe, dass er bei allen so tief sitzt, dass sich so etwas nicht wiederholen wird. Das kann ich nur hoffen. Zwischen den Zeilen hatte ich den Eindruck, dass das Ganze einigermaßen am Ankommen ist. Ich wünsche es Ihnen allen. Ich beantrage den Angeklagten letztlich nach Erwachsenenstrafrecht wegen der Körperverletzung zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Ich denke da an 120 Tagessätze, so mein Antrag. Vielen Dankeschön, Dank. Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich noch ganz gerührt bin und mir wirklich das Herz aufgegangen ist bei dem, was wir hier gerade erlebt haben. Ich denke, Nefsat, mein Mandant, ist jemand, der uns zeigt, dass wir an den Wandel glauben können. Dass wir als Justiz, als Staatsanwalt, als Verteidiger, als Vorsitzender Richter, dass wir als Justiz daran glauben können, dass sich Menschen bessern können. Dass sich Menschen in ihrem Verhalten wandeln können. Dass Menschen, die mal Fehler gemacht haben, davon irgendwann mal Abstand nehmen. Es wahrhaft und aufrichtig bereuen und auf den guten, auf den richtigen Weg kommen. Ich denke, das hat uns Nefsat gezeigt. Er hat nichts mehr mit Drogen zu tun. Er geht sogar in seinem Viertel herum, geht da seinen Freunden und Kumpels schon fast auf die Nerven, aber sagt denen aus eigener bitterer Erfahrung, was passiert, wenn man auf die schiefe Bahn gerät. Und das, was jetzt bleibt, die Körperverletzung, Sie haben es schon selber gesagt, ist wirklich in einem sehr milden Licht zu sehen. Ich halte deshalb für meinen Mandanten unter Anwendung von Erwachsenenstrafrecht eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen für Tat und Schuld angemessen. Und im Übrigen beantrage ich Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Nefsat Güneş, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können selbst noch was dazu sagen. Sie haben das letzte Wort. Nein. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Nefsat Güneş ist schuldig der Körperverletzung, § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch, wird deshalb zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. Soweit er verurteilt worden ist, trägt der Angeklagte die Kosten des Verfahrens. Die hinsichtlich des Freispruches ausscheidbaren Kosten und Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Dominik Lackner und Clemens Fries. Ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen, was die Frau Fries gerade gesagt hat. Die Enttäuschung, die ich daraus gehört habe, die ist mehr als gerechtfertigt. Und mit der werden Sie leben müssen. Und mit Post vom Herrn Staatsanwalt werden Sie selbstverständlich auch leben müssen. Wo Drogen hinführen können, gerade wenn sie so harmlos aussehen wie solche LSD-Papers, das hat noch kaum einmal ein Fall so eindrucksvoll gezeigt wie an Ihnen, Clarissa. Und ich wünsche Ihnen, dass alles wieder richtig gut verheilt, dass Sie bald diesen Rollstuhl verlassen können nach der Reha. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alles gut verarbeiten und diese Erfahrungen vielleicht auch weitergeben können, so wie es ganz offensichtlich der Nefsat auch schon tut. Und anderen Jugendlichen erzählen, wie mies Drogen sind und zu was sie führen können. Ja? Und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute mit Nefsat, das ist klar. Ja, sehr erwachsen finde ich Sie für 18 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Selten jemand so erwachsen erlebt, vielleicht auch so verantwortungsbewusst nach all dem, was Sie schon gelernt haben mit der ersten Verurteilung. Jetzt haben Sie trotzdem natürlich im anderen das Nasenbein gebrochen. Selten war das für mich so nachvollziehbar wie in diesem Fall. Da sind Sie in die Enge getrieben, ja. Der hat Sie nicht vorbeigelassen und bezichtigt Sie, schuld zu sein an diesem schrecklichen Sturz Ihrer Freundin, der gerade erst Minute her ist, vielleicht sowas. Und Sie wissen genau in dem Moment, Ihnen wird ja keiner glauben mit Ihrer Vorstrafe, dass Sie da versuchen zu flüchten und aus diesem Fluchtreiz ihm eine mitgeben. Nachvollziehbar, dass Sie ihm direkt das Nasenbein brechen, nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen selbstverständlich hier eine Geldstrafe. Und ich meine, 70 Tagessätze sind wirklich ausreichend. Herr Staatsanwalt, Sie haben ja unterm Strich auch nicht den Unschuldigen getroffen, sondern genau den, der eigentlich der Täter war und Ihnen schon in dem Moment alles in die Schuhe schieben wollte. Und dass da ein Reflex kommt, dürfen Sie sich nicht wirklich wundern. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden, ja. Wissen Sie, Dummheiten, auch das hat Ihre Mutter ganz richtig gesagt. Dummheiten haben wir alle gemacht, als wir jung waren. Und wenn wir ehrlich sind,
machen wir die auch noch im Erwachsenenalter. Aber Dummheiten, die sollten halt mal beherrschbar sein. Und Drogen, die sind nicht beherrschbar. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Jetzt kannst du mir mal nichts mehr, Freunde. Clemens Fries und Dominik Lackner wurden wegen unerlaubten Besitzes und unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage jeweils zu einer Woche Dauerarrest verurteilt. Das Ermittlungsverfahren gegen Clarissa Fries wegen Besitzes von LSD wurde wegen geringer Schuld eingestellt.